Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ist der 1. Juni und das ist Ciscos Geburtstag. Also er ist jetzt offiziell 11 Jahre alt, was schon verdammt alt ist. Ich habe von 2015 ein Bild nochmal gefunden. Da habe ich ihm auch einen Kuchen gemacht. Das kann ich euch ja nochmal hier irgendwo einblenden. Und das ist einfach von 2015 und da war noch 9. Zwar sind das nur 2 Jahre, aber gefühlt ist es schon so lange her. Ja. Und ich habe mir gedacht, ich versuche den Kuchen heute mal wieder zu machen. Also ich werde ihn nicht backen richtig, weil ich da für keine Zeit habe. Aber ich werde so ein paar Sachen wie Apfel, Karotte, Banane zusammenmixen und einen kleinen Kuchen draus zaubern. Ich bin ganz schön verrückt, schon so einen Kuchen für ein Pferd zu machen, aber er wird sich auch über ein Leckerli freuen, denn er bekommt fast nie Leckerlis. Ich hasse das, wenn die immer so danach geiern und so ein Leckerli soll was Besonderes sein. Und das ist es bei Cisco jetzt geworden. Er bekommt fast nie eins. Nur wenn er besonders lieb war oder ich seine Aufmerksamkeit brauche und er mir keine geben will. Happy Birthday, Baby! Es ist Geburtstag! Oh, erstmal scheuern, ja! Du hast Geburtstag! Okay. Sind uninteressant. Alles klar. Baby! Happy Birthday! Auf! Ja! Ja, bist du jetzt schon alt? 11 Jahre. Ich finde, das ist schon alt. Obwohl es ja so Pferdejahren ist ja gar nicht so alt. Eigentlich das beste Alter, ne? Aber ich mag lieber jüngere Pferde. Aber er benimmt sich noch wie so ein kleines Baby. Also. So, ich klaue jetzt auch mal direkt Müsli ganz unauffällig. Ist ja nicht so, dass er voll Hunger drauf hat. Kommst du aber noch nicht? Bekommst du aber noch nicht? Bin ich fies? Du auch nicht und du bekommst gar nichts. Okay, du das einmal. So, reicht. So. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Eine werde ich so nehmen. Ich glaube, ich nehme erstmal einen Apfel. Geh doch durch! Okay. Und schneid den in kleinere Stücken. Ohne mir die Finger zu schneiden, was irgendwie heute nicht möglich ist. Was macht man denn die Stücke? Ich glaube, ich habe die letzte ziemlich klein gemacht. Glaube ich auch erstmal ein bisschen Müsli rein. Emma, das ist nicht für dich. Nein. Ich habe nicht die richtigen Teile da, die körnigen oder so. Deswegen müssen die reichen. Das geht nicht auf, nervt doch nicht. Und pack eine Banane rein und zermatsche die. Nicht vergessen, Bananen gelten, glaube ich, als Doping für Turnier. Also ein, zwei Tage vorher keine Bananen mehr geben. Das Ganze sieht jetzt so aus. Sehr interessant, aber es hält durch die Bananen. Das packe ich jetzt in diese Herzform. Und drücke schön aus. Jetzt wird es spannend, weil ich das ja nicht aus dieser Form füttern will, sondern es hat funktioniert! Mache ich auf alle Fälle noch den Rest Bananen. Schnibbel ich zurecht, denn ich will eine 11 drauf machen. Jetzt habe ich
Eklige Finger. Mhm. Und zwar werde ich, glaube ich, die Stückchen teilen. In meinem Ganzen sind sie mir zu groß. Nochmal zusammenfassen, ich habe einfach ein bisschen Müsli reingekippt, ich weiß nicht wie viel. Dann weniger Haferflocken, aber auch einfach ein bisschen. Ich habe einen halben Apfel in Stücke geschnitten und auch reingemixt. Ich habe 1,5 Bananen vermixt da rein, damit die Konsistenz einfach besser wird und zusammenhält. Und ich habe jetzt die 11 mit Bananenstückchen gemacht und die Karottenstückchen habe ich außenrum gelegt. So sieht der Kuchen jetzt aus. Ich glaube, er freut sich darüber. Du auch, ne? Ich hol ihn jetzt. Also Cisco hat sich darüber gefreut. Und es muss auch gut schmecken. Oh. Ja. Aber er hat sich gefreut. Wir wollen ja nicht verschwenderisch sein, ne? Es wird alles aufgegessen. Alles Gute zum Geburtstag, alter Esel. Alles klar, ich habe jetzt seine Mähne geschnitten. Ich wollte es eigentlich aufnehmen, aber ich habe es vergessen. Oh, Cisco, ich wollte gerade deine Mähne zeigen. Das ist das erste Mal, dass ich sie nicht zu kurz gemacht habe. Ne, Baby? Ich weiß nicht, was ich mit Cisco machen soll. Weil die Koppe, wo ich sonst immer drauf rein, ist so voll mit Gras. Ich könnte auch hier auf dem Viereck reiten. Aber das ist eng und staubig und brauche ein bisschen was Größeres. Das ist zu klein für mich. Ja, wir waren aber gestern erst im Gelände, aber wir sind nicht viel gesprungen. Na, Baba. Für die, die es mitbekommen haben, ich habe jetzt einen neuen Reißverschluss. Ich musste die ja schon immer abtapen und jetzt halten sie endlich wieder. Dass das nicht richtig hinbekommen. Ah! Also das Geburtstagskind hat sich blöd angestellt. Er lief total scheiße. Sagt man eigentlich nicht, aber er lief echt beschissen. Ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist. Au.
passt du mal. Cisco, das kann man ein bisschen freundlicher machen. Ja. Er hat überhaupt nicht das umgesetzt, was ich wollte. Hat meine Hilfe nicht angenommen. Kleines Trottelchen. Aber es ist sein Geburtstag, da darf man nicht so böse auf ihn sein. Obwohl ich echt ein bisschen genervt war. Normal darf er sich auch nicht scheuern. Sein Geburtstag. Weil er macht das immer so doll. Merkst du das? Das ist ein bisschen doll, ne? Wenn ich hier fast umkippe. So, Schluss. Ich hoffe, du hattest einen schönen Geburtstag, mein Schatz. Ja. Und der Tag ist auch schon so gut wie um. Baby.